Hallöchen zu dem Let's Play, was weiß ich, was ich weiß schon gar nicht mehr, welcher Teil es ist, von BTM Block That Matter. Wir haben schon 15% in der Storyline, warum nicht? Ja, find's cool. Gleich mal weiter mit Irony und dann wollen wir mal, ich weiß schon gar nicht mehr, was die Schwierigkeit in diesem Level war. Ich kenne mich auch nur noch mit dem Anfang ein wenig aus, und zwar muss man hier dann voll machen, damit sich das Tor öffnet. So. Bla bla bla. So, und dann hier über diesen Slime hüpfen und das TNT ein wenig anbohren und schnell weg hier. Bumm. Diese Mini-Explosion. Schwimm. So, da kommen wir aber leider nicht weiter. Und zwar müssen wir irgendwie da oben lang, ne? Ja. Wow, 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 wow. So. Tja, dann wollen wir mal versuchen, irgendwas Gescheites hier zu bauen. Ja, wie wär's damit? Sieht dämlich aus. Komm, komm. Yes, sir. Und kommen wir auch hier hoch. Ich weiß es gar nicht mehr. Sind wir damals hochgekommen? So. So, nee, da müssen wir warten. Weil da ist einfach zu wenig Platz zum drüber springen. Und hier. So. Ganz einfach ausgetrickst. Hier auch ein wenig warten. Sehr bohren. Hopp. So. Ja, so dürfte das doch ganz gut aussehen. Hier zerbohren. Und dann müssen wir da hoch. Aber, ja. Ja, wollen wir das gleich kaputt machen? Warum nicht? Ja. So. Ich glaube, das war ein Fehler. Aber hey, wir versuchen hier... Nee, eigentlich nicht. Warum? So, wir müssen erstmal hier hoch. Ah, verdammt. Wenn ich so im Spiel vertieft bin, klicke ich immer auf die falschen Tasten hier. Das gibt's doch einfach nicht. So. Dann wollen wir mal schauen, was müssen wir hier wegmachen. Na, eigentlich alles, ne? Wir müssen ja irgendwie da unten hinkommen. Tja! Das ist jetzt die Frage. Wenn wir diesen Balken hier wegmachen, also einen da reinsetzen und den Rest da unten auffüllen, dann fällt es hier weg, aber wir kommen immer noch nicht an diese Kisten ran. Das heißt, wir müssen... Nee, diese Reihe voll machen ist auch nicht. Hä, kommt man da überhaupt noch dran? Gut, versuchen wir es einfach... Upsala. Versuchen wir es mal so. Und jetzt noch die restlichen drei. Wenn wir jetzt... Das sind doch 8 insgesamt, ne? Die ganze Reihe sind 8, ja. Hm. Wir könnten die ganze Reihe wegmachen, nur dann haben wir keine Kisten. Das bringt auch nichts. Verdammt, wir können die auch gar nicht da unten hin machen. Also machen wir die mal hier, da, da und dahin, falls das überhaupt was bringen sollte. Wow, hey, wir haben es gerade noch so rausgeschafft. Und wir haben 8 Blöcke. Das heißt... Ja, wir sind ja nicht dumm und verschwenden die jetzt hier. Nein. Also den platzieren wir da, den platzieren wir da, den platzieren wir da. Und den hier meinetwegen hier. So, und dann haben wir noch welche. Und den platzieren wir da, da, da und da. Jetzt können wir das hier wegmachen. Und dadurch, dass Obsidian runterfällt, sind wir am Portal und haben das Level geschafft.
ohne große Mühen und Anstrengungen geht es dann auch zum nächsten Level weiter. Hier müssen wir erstmal dahin kommen. Ja, ich würde sagen, hier so, zack, zack, so. Kommen wir hin, können wir die Kiste zerbohren und weitergehen. Und da ist jetzt die Schwierigkeit. Worin? Worin? Ja, worin? Ja, das war jetzt etwas dumm, dass ich jetzt schon runter bin. Verdammt. Ja, das war wirklich doof von mir. Machen wir eiskalt die Selbstzerstörung. So. Und fangen nochmal von vorne an. So, dann hier. So. Zack, 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 zack. Mittlerweile werde ich immer besser in dem Spiel. Ich brauche weniger Versuche und so, so. Nein. Ja, ja, so müsste es sein. Und zack. Hier schnell. Verdammt. Ich kann hier nur den Eisblock wegkicken. Ne? Also eine andere Möglichkeit habe ich nicht. Da gucken wir erstmal gerade mal die Map an. Und zwar, was brauchen wir hier? Wir müssen hier lang, dann müssen wir da hoch. Den verdammt. Ups. Tja. Wir brauchen auf jeden Fall, wenn wir hier hoch müssen, dann haben wir doch aber nur drei. Ach nee, da die Kiste, das wären wieder vier. Aber, das Dingens rutscht da weg. Das heißt, wir versuchen es einfach auf mein Like, mein Stil. Ah, Mann! Leertaste, Manu, Leertaste. So, hier hochhüpfen, da hoch, da lang, hier den Scheiß zerbohren, hier den Scheiß zerbohren, hier den Scheiß zerbohren. Und hier den Scheiß zerbohren. Wenn wir allerdings da durch sind, dann Moment, wie wollen wir durch dieses Obsidian-Zeug kommen? Ah, shit. Okay. Vielleicht können wir jetzt schon dadurch. Nur ich bezweifle, dass wir dann genug. Ja, wir brauchen den. Auf jeden Fall, was wir machen müssen. Wir müssen hier hochkommen. Aber wir müssen auch gleichzeitig den Eisblock irgendwie aufhalten. Dafür brauche ich eigentlich noch einen vierten Block. Habe ich irgendwo einen übersehen? Nö, ne? Nein. Nur diesen Sandblock hier, aber der ist ja noch versperrt durch das Eisdingens. Ja, langsam bin ich überfragt. Komm, wir versuchen es einfach mal hier hoch. Nee, wir nehmen die Eisenblöcke. Der passt gut. So, und wenn wir jetzt hier bohren, dann flutscht das einfach zu weit. Ja, und das habe ich. Oh, mein Handy klingelt. Tut mir leid. Ja, ich gehe da jetzt auch lieber nicht dran. Das ist während der Aufnahme wirklich schlecht. Und das Problem ist jetzt, wir haben leider nur nichts. Ja, wir müssen den eigentlich zwei höher bringen. Und da bleibt uns nichts anderes übrig, als weiter zu rätseln und von vorne anzufangen. Juppa. So, das kennen wir ja mittlerweile. Hier entlang. Ah, verdammt.
So. Das ist jetzt dritter oder vierter Versuch schon, ich weiß es gar nicht. Ich glaube, wir sind beim dritten. So, und wieder oben bleiben. Tick, 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 tick. Okay. Upsala. Aber das irritiert mich ein bisschen mit diesem Eisblock hier. Ich bin wirklich überfragt. Diese Eisblöcke, die sind meistens total tricky. Kann man den irgendwie kaputt bohren? Nein, irgendwie nicht. Man wird alles zurückgeschleudert. Aber sonst passiert da auch nichts. Weit waren wir vorhin aber auch schon. Vielleicht können wir eine Treppe bauen, die wir dann auch hier benutzen können. Aber wie? Wie zum Teufel? Hölle, Teufel. Schlölle. Ja, aber das bringt uns hier dann auch nicht viel. Weil wir müssen letztendlich sowieso da hoch. Und können wir vielleicht so schon weiterkommen? Nee, es war ja irgendwie nicht möglich, weil wir kommen dann nicht hier hoch. Wir brauchen diesen verfickten Sandblock da oben. Und den kriegen wir nur, wenn wir diesen Schalter da ausgelöst haben. Aber dieser Schalter, ja, so wie das ist etwas tricky und wir kommen einfach nicht weiter, weil ich nicht weiß, wie ich das anstellen sollte. Dann haben wir mal hier zwei. Ja, aber dann kommen wir nicht mehr rüber. Das heißt, ich spack hier gerade ein bisschen ab, weil mich das voll abfuckt, dass ich da nicht weiterkomme. Ach man, das ist... Normalerweise müsste das bis mit vier Dingern fertig sein, aber ich raff es einfach nicht. Upsi. Vielleicht brauchen wir die Eisenblöcke ja auch und wir müssen irgendwie was mit den Sandblöcken machen. Ja, nee, das geht ja auch nicht. Nee. Ist irgendwie etwas tricky jetzt. Weil mir fehlt einfach ein Block. Ja, toll. Nein, das wollen wir nicht so machen. Aber wenn wir irgendwie die Treppe so bauen, dass wir eins wieder abreißen können, und zwar eins, was wir nicht unbedingt brauchen, dann wäre es ja eigentlich okay, wenn ich den hier dahin baue. Dann hier das Holz. Warte, habe ich mich jetzt verbaut? Ja, ich habe mich verbaut. Ha. So, wenn ich, nein, hier muss es das sein, da kann das sein. Hier muss auf jeden Fall das Holz sein und dann wieder hier Eisen und dann können wir das hier wegmachen. Nein! Das gibt's doch jetzt nicht. Jetzt kommen wir aber nicht auf die andere Seite. Um, ja, hm.
Das ist jetzt... Hä? Wie soll denn das funktionieren? Ich bin echt überfragt hier. Okay, ein Versuch noch und dann... Ja, also das Spiel ist doch ziemlich anspruchsvoll, so habe ich mir das eigentlich nicht vorgestellt. Ich dachte, das wäre easy run, so ein Game zwischendurch, aber nee, man kann sich da ganz schön lange mit beschäftigen. So. Das hier ist mir immer noch ein Rätsel, was dieser Block hier soll. Hier müssen wir hoch. Okay. Gott, mein Kopf brummt schon. Er raucht wahrscheinlich schon. Von den ganzen Rätseln. Rätseln hier. Und zwar, jetzt müssen wir irgendwie einen Weg finden, wie wir da hochkommen. Und wie wäre es, wenn wir hier einen Sand platzieren? Hier einen Sand platzieren. Und hier. Und hier. So. Weil dann kommen wir da durch und... Ah, das wäre also so in Ordnung. Und wenn wir jetzt... hier Eisen platzieren und da Eisen platzieren und hier Sand platzieren und hier Holz platzieren, dann könnten wir doch diese Dinger hier wieder mitnehmen. Wir kommen hier hoch. So, der fällt dahin. Wir lösen die Tür. Oh, ich hab... Hey. So, jetzt habe ich ja gar keine Eisenblöcke bekommen. Sondern nur... Ja. Das ist doch ein gemeines Spiel hier. So, also auf jeden Fall, wir müssen den Sand loswerden. Und das können wir hier. Dann brauchen wir hier Holz und... Nochmal Holz und das wären 9. Das ist doch gemein. Du musst ganze 9 verschwenden. Jetzt kann ich noch genau einmal hochspringen. Bin ich irgendwie doof? F? Nicht R. So, damit haben wir aber hier jetzt weitere Möglichkeiten zum Weiterkommen. Und zwar... wie das aussieht. Müssen wir. Ja, müssen wir. Ja. Verdammt, wir brauchen da oben ja auch noch. Oder kommen wir da hoch? Ich hoffe mal, dass wir da hochkommen. Weil sonst geht das ja gar nicht. Upsala. So, so, so und ja, so. So, dann können wir hier hochspringen. Hier hochspringen. Und wie sollen wir da hinkommen? Geht irgendwie nicht. So, Level ist geschafft. 15 Minuten sind mittlerweile. Oh Mann. I found a way to upgrade your Tetrobot. Collect 6 blocks of iron ore and 6 blocks of copper ore and we'll make you a new drill. Oh, wir bekommen einen neuen Bohrer, wenn wir die Erze da unten sammeln. Copper, Copper ist auch Kupfer. Hey, das gefällt mir. Wer vorhin schon meinen oder überhaupt meinen Terraria Let's Play geguckt hat, der weiß ganz schön, dass ich kupfergeil bin. Und das wird hier natürlich auch übertragen, diese Kupfergeilheit. Zumindest verabschiede ich mich jetzt von euch, weil sonst wird das Let's Play einfach wieder zu lang. Ich weiß nicht, wie viele Stunden letztens mein PC an war, nur damit ich Videos hochlade. Also ich musste den teilweise, oder meistens lade ich den über Nacht an und schalte den dann so 1-2 Uhr aus. Ja, ich bin dann noch wach. Und ja, letztens der lief die ganze Nacht durch und ja, keine Ahnung. Zumindest, wenn euch dieses Let's Play gefallen hat, dann gebt mir wie gewohnt
einen Daumen hoch. Also manche machen das echt jedes Mal und das finde ich echt klasse, weiter so. Empfiehlt mich euch, mich euren Freunden so und ja, freut euch auf die nächsten Teile, es wird bestimmt noch was Spannendes kommen und damit verabschiede ich mich euch von euch. Bis dann.